So, hallo Leute, mein Name ist Günther. Ich mache mit euch heute einen Online-Kurs mit Bodyfit. Beginn im Stehen mit Warm-up, gehe über den Hauptteil im Stehen und dann gehen wir nachher noch auf die Matte oder auf das Handtuch, je nachdem, was ihr zu Hause habt, und machen Kräftigungsübungen für Bauch, Beine, Po. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Mit Musik geht alles besser und los geht's. So. Hallihallo, mach schön mit rechts. Auf der Stelle. Dein Oberkörper schön aufrecht. Kopf tief raus auf die Schultern. Und die Arme. Nimmst angewinkelt mit, dass die Schultergelenke schön warm werden. Und die Knie ein bisschen heben, heben. Sehr gut. Noch vier. Die drei. Die zwei. Tipp den Ball von rechts nach links. Tipp vorne. Tipp vorne. Die Arme locker. Tipp und tipp. Jawohl, noch vier. Die vier, die drei, die zwei und marsch hier wieder auf der Stelle. Marsch, marsch. Und schau her, du gehst vor und rück. Ein bisschen dynamisch. Jawohl, vor und rück. Vor und rück. Sehr schön. Und gib mir noch vier. Die vier, die drei, die zwei. Jetzt gibst du mir V-Schritt mit rechts. Ohne Arme noch, V-Schritt. Schön abrollt über die Fußsohle. Achtung, linker Arm. Hoch ab. Aus der Schulter. Maximal aus Kopfhöhe. Und ein bisschen tief hoch. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Jetzt gibst du mir Step Touch nach rechts. Beide Arme vorne. Auch hier gehst du über die Ferse abrollen. Die Fußsohle. Jawohl. Und schön dynamisch zur Seite. 4, 3, Squat, nur rechts. Arme vor, Schritt zur Seite, Arme auf Schulterhöhe, 4 zur Seite und 3. Und 2, sehr schön. Marschiere auf links und von vorne. Mit links, Knie wieder schön heben, Ellenbogen angewinkelt, die 4. Die drei, die zwei. Achtung, tipp den Ballen vorne. Mit links, mit rechts. Hier nimmst du die Arme, vorne das Brustbein und öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Arme öffnen, schließen. Hände zeigen zur Decke hoch. Noch vier im Wechsel. Die vier, die drei, die zwei. Marsch hier wieder auf der Stelle links. Sehr schön. Aha, sehr gut. Achtung, schau mir zu. Schritt vor und rück. Dynamisch. Vor und rück. Vor und rück. Vor und rück. Mach weiter, weiter, weiter. Schön vor und rück. Noch vier. Drei. Zwei. V-Schritt mit links. Achtung, rechter Arm. Aus dem Schultergelenk. Hoch ab. Auf Kopfhöhe den Arm. Gestreckt nach vorne. Noch vier, drei, Step Touch nach links, beide Arme vorne, sehr schön. Und immer schön Atem fließen lassen, noch vier, noch drei, noch zwei, Squat nur nach links, die Arme ins V nach vorne, ins V nach vorne. Maximal auf Kopfhöhe, gib mir noch vier, vier und das Gewicht immer schön zwischen die Beine, drei, und jog locker auf links, auf rechts, auf rechts, auf rechts und locker. Arme schön locker mit. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Arme vorne hoch und ab und 8. Wenn du nicht joggen möchtest, mach hier rechts. Mit Arme, wer joggt? 8, 7, 6, 5, 4, 3. V-Schritt mit rechts. Beide Ellenbogen. Out und in. Po schön tief und hoch. Atme aus und ein. Brustbein schön heben. Rücken gerade. 4, 3. Step Touch nach rechts. Yes. Sehr schön. Langsamer zwar. Wenn du mehr möchtest, schau her. Leicht gehüpft. Side und ran. Arme hoch und ab.
Noch vier. Vier. Drei. Achtung, pro. Jetzt Squat rechts und links. Arme höher. Ins V nach oben. Arme höher. Ja, noch vier. Vier im Wechsel. Hopp, hopp, hopp. Drei im Wechsel. Und schöne Spannung. Arme hoch. Pro tief. Letztes Mal rechts. Letztes Mal links. Jog auf links. Hoch. Und linkes Bein füßt. Schön joggen. Auch hier. Arme vorne. Hopp. Job. Du kannst auch marschieren. Die Arme hoch und ab. Sehr gut. Achtung. Vier. Drei. V-Schritt. Mit links. Arme machen weiter. Hoch ab. Schön hoch und ab. Wenn du mehr möchtest, vor und rück. Vor und rück. Vor und rück. Gib mir noch vier. Vier. Drei. Zwei. Auch hier Step Touch links. Und schöner Schritt zur Seite. Dynamik. Oberkörper aufrecht. Wenn du mehr möchtest, auch hier. Leichte Seite hüpf. Sehr schön. Noch vier. Vier. Drei. Zwei. Squat links und rechts. Arme wieder. Schön nach oben. Schritt zur Seite. Noch vier im Wechsel. Vier. Andere Seite. Drei. Andere Seite. Zwei. Letztes Mal links. Letztes Mal rechts. Und auf der Stelle. Arme vor und rück. Feste stehen. Füße fest im Boden. Arme weit von außen gestreckt nach vorne. Die Arme machen weiter. Gib mir vorne. Knie rechts, links. Hoch ab. Hoch ab. Schön wieder aufrecht. Knie hoch, Arme vor. Vier. Drei. Zwei. Wenn du kannst, vorne die Arme. Schnell, schnell. Yes, yes, yes. Komm, komm. Atme. Noch vier. Vier. Drei. Zwei. Gib nur das rechte Knie. Ellenbogen ran. Standbein auf links. Bisschen tiefer stehen. Der rechte Arm an der Seite. Vier. Drei. Zwei. Und seit steh. Und Arme wieder vorne. Vor. Vor. Achtung. Gib mir die linke Ferse hoch tief. Und steh ein bisschen tiefer. Linke Ferse. Mit Arme vorne. Jetzt wechseln auf die rechte Ferse hoch ab. Und hoch ab. Vier. Drei. Zwei. Und steh. Noch vier. Noch drei. Körper fest. Für die Spannung. Mit Knie vorne links und rechts. Hoch und ab. Hoch und ab. Schön hoch. Jetzt schau die Arme. Einmal hoch, einmal vorne. Einmal hoch, einmal vorne. Hoch, vorne. Noch vier. Vier. Drei. Zwei. Nur das linke Knie mit rechtem Ellenbogen. Ran und weg. Halt die Spannung im Körper. Und noch acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Beide Arme seit und außen marschiere rechts. Sehr schön. Kreis die Arme aus der Schulter. Je tiefer du stehst, desto mehr Spannung. Kräftige Arme. Vier. Drei. Andere Richtung. Rückwärts. Kräftige Arme. Vier. Drei. Halt die Arme fest und gib mir Pony rechts. Pony rechts. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Arme vorne. Überkreuz. Überkreuz. Hopp, hopp. Jump, hopp. Noch acht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Und steh, steh, Arme machen weiter. Und noch vier, drei, zwei. Arme langsam tief hoch. Pro tief. Gerade Rücken. Atme aus ein.
Komm, mach mit. Tief hoch. Tief hoch. Noch 4, 3, 2, bleib halbe Höhe, bounce und bounce. Oberkörper aufrecht, Brustbein heben. 4, 3, 2, wieder große Bewegung, tief und hoch. Tief und hoch. Gerade Rücken. Immer schön gerade Rücken. Kopf bleibt höchster Punkt. 4, 3, 2, bounce auf halber Höhe. Hopp, hopp. Jetzt zieh den Bogen zurück. Yes, yes. Aber nicht schlagen. Ziehen, schieben. Nach vorne wieder schieben. Zurückziehen. Noch 4. Die 4. Die 3. Die 2. Arme Seite nach. Rechts und links. Rechts und links. Schritt machst du größer. Knie gehen maximal bis Fußspitze. Sehr gut. Rechte Hand in die Hüfte. Arm. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Lass den Rücken gerade. Drück das Brustbein nach vorne. Hopp. Job. Und sauber den Arm strecken. Hopp. Wenn du willst, schau dem Arm nach. 4. 3. 2. Bleib in der Bewegung. Rechts, links. Rechts, links. 4. 3. Bleib in der Mitte. Geh tief. Wandere vor. Geh zurück. Und die Arme hoch. Geh tief, Rücken gerade. Wandere vor in die Plank. Und zurück. Und hoch. Noch zweimal. Tief. Und vor. Zurück. Und hoch. Noch einmal. Tief. Und vor. Und rück. Und hoch. Geh. Links, rechts. Links, rechts. Knie maximal bis zur Fußspitze. Linke Hand in die Hüfte. Brustbein wieder öffnen. Dein rechter Arm. Tief. Und hoch. Jo. Yes. Ah. Ali, hallo. Spür die Energie in deinem Körper. Tief und hoch. Atme aus und ein. Das Ganze noch. Viermal. 4. Tief hoch. 3. Tief hoch. 2. Tief hoch. Die letzten. Hopp. Hopp. Bleib hier. Schritt ein bisschen länger. Beide Fersen. Hoch ab. Die Arme zur Mitte. Und Unterarm. Ab dem Ellenbogen. Schön kräftig. Brustbein heben. Becken schön tief. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Andere Richtung. Und 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und Tipp Side. Rechts und links. Und Tipp. Und Tipp. Arm nach vorne. Dynamisch bis zur Körpermitte. Gestreckter Arm. Und Tipp außen. Komm. Breiter Schritt, Tipp außen. Noch 8, 6, 4, 3, 2, Achtung, schau her, der Arm nach oben, am Ohr vorbei, außen, jump, 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 hop, hop, noch 4, die 4, die 3, die 2, Arme hälfte Seite. Vorne über Kreuz. Vorne über Kreuz. Vorne über Kreuz. Gib den Ballen. Vorne über Kreuz. Die Arme nimmst du mit. Auf Bauchnabelhöhe. Schulter schön tief weg von den Ohren. 8, 7, 6, 5. Mach weiter. Arme auf Stirnhöhe. Yes. 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 4, 3. Arme noch höher. Jo. Joe, Joe, bleib dran mit dem Tipp. Yes. Noch 4. 4. 3. Und wieder auf Brustbeinhöhe. Nur das rechte Bein. Jetzt. Yes. Hopp.
Hopp, 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 hopp. Jetzt noch vier. Vier. Drei. Halte Spannung im Rumpf. Zwei. Dann wechselseitig links und rechts. Vorne. Und vorne. Und vorne. Achtung. Schau her. Wechsel nach hinten. Nach hinten. Wenn du möchtest, leicht gehüpft. Acht. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Ohne Hüpf. Vier. Drei. Zwei. Nur linkes Bein. Yes. Yes. Zurück. Halt die Spannung auf rechts. Gib mir noch vier. Vier. Drei. Zwei. Marschier auf rechts. Butterfly. Butterfly. Arme. Mach leuchte Fäuste, dann hast du ein bisschen Spannung. Oder alternativ die Finger strecken. Dann hast du auch Spannung im Arm. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Yes. Was kommt? Knie vorne hoch. Mit schnelle Butterfly. Hoch ab. Hoch ab. Und noch ab. Acht. Sieben. Lass den Oberkörper aufrecht. Und noch vier. Vier im Wechsel. Drei im Wechsel. Zwei im Wechsel. Knie machen weiter. Schau her. Ein Knie, ein Kick. Ein Knie, ein Kick. Job. Aha. Die vier. Die drei. Die zwei. Nur die Knie. Und wieder in den Bogen. Vorne. Und vorne. Und vorne. Schau her. Vorne und hoch. Vorne und hoch. Vorne und hoch. Jetzt noch vier. Vier. Drei. Zwei. Nur die Knie, die Arme seit. Vier. Und schau. Jetzt kick und nie. Jetzt kick und nie. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Flock und locker auf der Stelle Seilhüpfen. Hopp, hopp. Nimm die Handgelenke dazu, als wenn du ein Seil hättest zum Hüpfen. Und noch vier, die drei, die zwei und mach hier unten schnelle Jog. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Die Arme nimmst nach vorne und kleine Bewegung. Jog, 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 jog. Wenn du möchtest, die Beine. Out und in. Out und in. Out und in. Und hoch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. In der Mitte. Bisschen schneller. Die Beine. Unterarme schneller hoch tief. Vier. Drei. Zwei. Und steh. Schritt rechts. Vor und ran und links. Sehr gut. Auch hier abrollen. Ferse bis zum Fußballen. Die Arme schiebst nach hinten. Oberkörper aufrecht. Sehr gut. Noch vier im Wechsel. Vier. Zurück. Die drei. Zurück. Die zwei. Zurück, letztes Mal rechts, letztes Mal links, bleib rechts vorne, Arme seit, schau von der Seite, hintere Fußballen am Boden, vorne ganze Fußsohle, jetzt noch vier Bouncer, vier, drei, dann halbes Tempo tief und hoch, Oberkörper schön aufrecht, spür beide Oberschenkel, Arme hoch und ab, zur Decke. Tief und hoch. Das hintere Knie so tief wie möglich. Aus- und einatmen. Sehr gut. Jetzt noch vier. Vier. Drei. Zwei.
Bleib halbe Höhe. Arme oben. Ohne Ziellenbogen. Job. Schön nach hinten. Spür deine Schulterblätter. Mach eine leichte Faust. Oh, noch acht. Komm. 8, 7, 6, 5. Oberkörper aufrecht. Bleib tief unten. Nur die Ellenbogen. Ah, herrlich. 4, 3, 2 und steh. Hinteres Bein strecken. Zieh es ran. Roll dich auf. Oben Schulter kreisen. 3, 2 und trink was. Ich warte auf dich. Mach hier mit links weiter. Einen kleinen Schluck. Sehr gut. Den hast du schon verdient. Und weiter auf der Stelle. Linkes Bein führt. Achtung, noch 4, 3, Jog schnell. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. 4, 3, 2. Achtung, Ellenbogen außen. Hopp, 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 hopp. Wenn du kannst, die Beine. Out und in. Out und in. Out und in. Out und in. Und jetzt die letzten 4. 4, 3, 2. Bleib in der Mitte mit den Beinen und die Arme. Weit hinten. Hopp, 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 hopp. Öffne das Brustbein. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Schritt links und rechts. Vor und ran. Und rechtes Bein. Links. Rechts. Oberkörper aufrecht. Tief und hoch. Sehr gut. Denk dran. Abrollen über die Ferse. Gegenüber liegen die Arme. Das Gleichgewicht. Noch 4. 4, 3, 2. Links bleibst du vorne. Jump und bounce. Kleine. Hol deinen Schritt wieder. Oberkörper schön aufrecht. Hopp, hopp. Achtung, noch 4. 4, 3. Oberkörper schön aufrecht. Die 2. Jetzt langsamer tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Jetzt nimmst du wieder die Arme. Gestreckt mit nach oben. Nimm die Ohren. Aus- und einatmen. Super. Noch 4. 4, 3, 2. Bleib halbe Höhe. Haben wir weiter. Machen weiter. 4, 3. Die Arme bleiben oben. Und drück, drück, drück. Das rechte Knie schön tief. Noch 4. Spürst du den Oberschenkel? Ah, wuh. Die letzten 3, 2. Runden bleiben. Stütz dich ab. Streck das hintere Bein. Hol dran. Roll dich auf. Marschier mit rechts. Kreis die Schultern. Atme durch. Eine kleine Lockerungsübung im Stehen. Dann gehen wir auf die Matte. 4, 3. Hände in die Hüfte. Schau her. Tipp rechts und links. 4, 3. Wenn du ein bisschen in die Knie stehst, hast du Oberschenkelspannung. 4, 3, 2. Gib den Bizeps-Arm. Jetzt die Fäuste fester. Dann spürst du Spannung im Bizeps. Oberarm. 4. Und die 3. Die 2. Arme seit hoch. Achtung auf Schulterhöhe. Und bleib schön tief stehen. Bein zur Seite. Noch 4. Die 4. Die 3. Die 2. Nur das rechte Bein. Arme gestreckt. Seit. Standbein links. Komm, komm. Atme. Und noch 4. 3. Achtung, die Arme machen weiter. Linkes Bein nur zur Seite. Links. Und links. Und links. Die letzten 4. 4.
3, 2, 4 mal halbes Tempo. 4, 3, 2, locker auf der Stelle. Sehr schön. Schulter locker, Brustbein heben. Fußballen bleibt am Boden und bounce. Und ich gehe zurück Richtung Matte. Ich gehe von der rechten Seite ran. 4, 3, 2 und bleib stehen. Beine öffnen, Mattenbreit, Handtuch breit. Achtung, Hände in die Hüfte, Rücken gerade. Dreh dich zur Matte. Linkes Knie geht tief bei mir, rechtes Knie. Vierfüßlerstand. Hände gespreit bei mir, Ellenbogen entriegelt. Achtung, Hände schulterbreit unter der Schulterlinie. Knie hüftbreit unter der Knielinie. Die Zehen ziehst du ran, das Becken ziehst du vorne. Kräftig hoch, ab. Wenn du willst, kannst du den Kopf ein bisschen mitnehmen. Tief und hoch, ja. Spür im Brustbein, im Rücken die Spannung. Atme fließen. Aus und ein. Aus, ein. Jetzt noch 4. 4. 3. 2. Bleib rund oben mit dem Rücken, halt die Spannung. 4. 3. Jetzt gehst du langsam tiefer, bis du mit deinem Becken und Rücken in neutralen Position bist. Die Zehen stellst du auf. Achtung, die Knie 1 cm hoch, 2 cm. Und der Po geht hoch. Hopp. Atme. Atme. Schön kräftig. Hopp. 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 8. 7. 6. 5. 4. 3. Überm Boden halten. 4. Und 3. Und 2. Knie langsam ab. Geh weiter nach vorne. Die Schultern über die Handgelenke, die Hände ein bisschen breiter, wenn du möchtest, die Beine über Kreuz oder nebeneinander. Tief und hoch. Beim Runterwärts abbremsen, beim Hoch wieder schieben. Aus und einer. Halt die Spannung im Rumpf, indem du den Bauchnabel zur Wirbelsäule zurückziehst. Wer kann noch 4? 4, 3. Aber Achtung, wenn du kannst, bleib halbe Höhe. Job, rechtes Bein strecken aus dem Hüftgelenk. Hoch ab. Atme. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Gestrecktes Bein halten. 4, 3. Zieh das Knie ran und geh langsam zurück mit dem Po Richtung Ferse. Die Handrücken nach vorne. Schieb die Handrücken vor. Dehn den Rücken kurz. 4, 3, 2, Hände an Steißbein, Wirbelsäule aufrollen, Arme hoch zur Decke, die Zehen hinten strecken, Oberkörper leicht zurück und kleine Bewegung aus der Schulter. Schau, der Oberkörper ist nach hinten geneigt, du spürst eine Spannung, Oberschenkel vorne, atme ab, Blick nach vorne, 7, gestreckte Arme neben den Ohren, gib mir noch 4, die 4, die 3, die 2 und die Arme halten. Langsam tief und Oberkörper nach vorne und wieder den Vierfüßlerstand. Achtung, ich drehe mich, du bleibst. Zehen aufgestellt, Knie 2 cm weg vom Boden, Po hoch. Atme. Bei der Übung drückst du permanent das Brustbein Richtung Boden. Und jawohl, Oberkörper raus aus den Schultern ziehen, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Jetzt noch 4, 4, 3, über den Boden halten, 4, 3, spür die Rumpfspannung, 2, langsam senken, Arme nach vorne, Schulter über die Handgelenke, Beine über Kreuz oder nebeneinander, weit nach außen und tief und hoch, und tief und hoch. Schau, dass dein Kopf der höchste Punkt bleibt. Und 4. Und 3. Und 2. Letztes Mal halbe Höhe halten. Linkes Bein gestreckt. Zehen herziehen aus dem Hüftgelenk. Halt die Spannung im Körper. Atme fließend. 8. 6.
4, 3, 2, gestrecktes Bein halten, 4, 3, 2, nie ran, Po zurück, Zehen strecken, Handrücken wieder weit nach vorne. Sehr gut. Wie geht's dir? Oh yeah, das ist gut. 4, 3, du gehst in die Plank, Handgelenk unter Schulter, Spannung im Körper, Kopf höchster Punkt. Achtung, dein linkes Knie, schau her. Vor, seit, tief, zurück. Vor, seit, tief, zurück. Aus, ein. Aus und einatmen. Vor, seit, tief und rück. Noch 4, tief und rück. 3, tief und rück. 2, tief und rück. Letztes Mal. Halt das Bein über dem Boden. 4, 3, 2. Zehen aufstellen. Auf die Unterarme. Die Fußballen schön eng. Die Fersen vor und rück. Kopf und Po auf gleicher Höhe. Bauchnabel zurückziehen. Fließender Atem. Komm. Schön groß die Bewegung. Kopf oberhalb schiebt nach vorne. Fersen weit zurück. Und noch 4. Noch 3. Noch 2. In der Mitte bleiben. Po einmal hoch. Knie ran. Und Po wieder zurück auf die Fersen. Handrücken weit vorne. Sehr gut. Bleib du. Ich drehe mich. 4. 3. 2. Wieder in die Plank. Beine hüftbreit geöffnet. Und das rechte Knie. Ran. Seit. Tief. Rück. Ran. Seit, tief, rück. Aus, ein, aus, einatmen. Noch 4, und zurück. 3, zurück. 2, und letztes Mal. Hopp, chop, halt das Bein über den Boden. 4, 3, 2, Bein ab. Auf die Unterarme. Achtung, jetzt die Hüfte. Rechts, tief. Links, tief. Und Kopf und Po auf gleicher Höhe. 8, 7, 6, 5. Nicht fallen lassen, schieben, ziehen. Schieben, ziehen. Schieben, ziehen. Das machen wir noch 4-mal im Wechsel. 4, andere Seite. 3, andere Seite. 2, andere Seite, letztes Mal rechts, letztes Mal links. Po wieder hoch, hopp, Knie ran. Die Hände wandern ran zu den Knie. Brustbein öffnest du, Arme gehen zurück. Schulter tief, streck die Arme, streck die Finger, schieb hinten. Drück das Brustbein nach vorne. Achtung, aufpacken, dass du nicht vorne Übergewicht bekommst. Spür die Spannung, mach den Rücken schön lang in der Diagonalen und die Bewegung kleiner, schneller. Komm, komm, komm. Sehr gut. Körper schön fest. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Arme ab, Oberkörper aufrichten, kreis die Schultern. Mir ist warm, wie geht's dir? Die 4. Schön aufrecht den Oberkörper. Wir kommen auf den Po und setz dich ab. Fersen hüftbreit, Arme nach vorne. Brustbein heben. Langsam tief, langsam vor. Mach 90 Grad Winkel, wenn es geht, in die Knie. Und tief und vor. Und tief. Wenn das zu heftig ist, fass dich vorne, mach Rücken rund. Und gerade. Das ist eine Alternative. Achtung, noch 4. 4, 3, 2. Bleib halbe Höhe hinten. Ein Bein fast zur Rückseite Oberschenkel und gehst langsam zurück, ohne abzufallen. Und schön weiter. Sehr gut. Fingerspitzen, Hinterkopf. Rechte Ferse am Boden, Knie angewinkelt,
linkes Bein leicht angewinkelt oben, Zehen ziehst du her zur Kniescheibe. Beide Schultern hoch ab. Achtung, wenn du möchtest, nimm den diagonalen Arm nach vorne. Ja, das reicht vollkommen, dann ist der Rumpf genauso gespannt. Hoch, ab. Und schieb. Beide Schultern. Vorrück. Wenn du mehr möchtest, heb die untere Ferse ein paar Zentimeter weg vom Boden. Oh yeah. So ist gut. Und jetzt noch 6, 5, 4, aus einatmen. 3, 2, bleib halbe Höhe. Beide Knie über Kreuz, beide Beine über Kreuz, Knie außen, Arme vorne und drück, kräftig. Komm, Oberkörper hoch, spür die Rumpfspannung. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und die Arme langsam ab. Beine öffnen, aufstellen, Kopf ablegen. Mach den Hals lang, liege auf die Schulterblätter, das Becken einen Zentimeter anheben, schieb den Po hoch zur Decke. Achtung nicht auf dem Hinterkopf des Hauptgewichts. Auf die Schulterblätter, atme aus, ein. Spür die Po-Spannung, noch viermal hoch. 4, 3, 2, bleib oben, spür die Po-Backen, 4 und die 3 und die 2, langsam senken, streck die Beine, die Arme hoch zur Decke, nehm die Ohren weit zurück und zieh dich auseinander. Fersen weg vom Körper, Finger weg vom Körper, 4. 3, 2, und langsam hoch. Achtung, Bein, Ferse wieder aufstellen. Jetzt kommt dein rechtes Bein hoch. Fingerspitzen Hinterkopf. Oder linker Arm nach vorne und beide Schultern. Ziehst du hoch und ab. Beim Abwärts ein bisschen bremsen, beim Hochschieben. Kein Schwung holen. Wenn du möchtest, die linke Ferse 2 cm über dem Boden, oh je. 6 noch, 5, 4, 3, 2. Bleib halbe Höhe. Unten die Füße über Kreuz, Fingerspitzen Hinterkopf, das machst du kleine Schnelle. Hopp, etwas höher, komm, halt die Spannung im Rumpf, Ellenbogen leicht außen, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2 und fass Rückseite, Oberschenkel, öffne die Beine, komm hoch in den Sitz, bleib kurz sitzen und dreh dich nach vorne. Achtung, die Ferse gehen ab und die Hände gehen nach vorne an die Fußfessel, dein Brustbein drückst nach vorne, den Kopf ziehst raus aus den Schultern, Kinn ein bisschen her zum Brustbein. Rücken schön gerade. 4 und 3 und 2. Achtung, jetzt machst du den Rücken rund, fast weiter vorne. Oh yeah. Und wir kommen zu einem kleinen Cooldown. Super. Ich denke, du hast richtig gut mitgemacht. Man sieht es am Schweiß ein bisschen bei mir, ja. Dann schiebst die Fersen weiter vor und spürst schon eine Dehnung, Po-Ansatz, Rücken und entspann den Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Löse langsam die Hände und streck die Beine ganz durch, Oberkörper aufrichten. Die Zehen ziehst du her, die Arme gehen hoch zur Decke. Neben den Ohren vorbei, aus- und einatmen. Dann gehen die Arme langsam vor, der Rücken bleibt gerade und der gerade Rücken schiebst du vor mit den Fingern Richtung Zehenspitzen. So, jetzt ist bei mir Schluss, jetzt muss ich den Rücken rund machen, sonst komme ich nicht an die Zehenspitzen. Wer kann mit geradem Rücken ganz nach vorne, aus- und einatmen, 4 und 3 und 2 und wieder langsam die Arme gestreckt hoch zur Decke. 4, 3, 2, Arme zur Seite. Achtung, stütz dich ab. Dein linkes Knie winkelst an.
und du drehst den Körper nach rechts hinten, schaust zurück, aber auf Brustbein anheben, die Hände, eine hinten, eine an der Seite, den Kopf neigst zurück nach hinten, 4, 2, 3 Atemzüge, 3, 2, langsam lösen, mit nach vorne Bein strecken, Arme hoch, langsam senken, hinten abstützen und dein rechtes Bein, Oberkörper aufrichten und dreh dich auf die linke Seite, Brustbein hochdrücken, schau über die Schulter zurück, so wie es geht, aber bleib schön aufrecht im Brustbein, 4, 3, 2, lass das Knie vorne angewinkelt, dreh dich nach vorne, Achtung, stütz dich ab rechts vom Knie und dreh dich Richtung Matte. Rechtes Knie ist auf der Matte. Linkes Bein streckst du weit nach hinten. Die Ellenbogen sind Endriegel, Kopf schön hoch. Höchster Punkt, mach den Rücken lang und schieb die Ferse zurück. Spür die Wadendehnung. 4, 3, 2. Langsam aus der Dehnung raus, Knie ran und das linke Bein, rechte Bein zurück. Den Ballen zurückschieben. Mach dich lang im Rücken. Kopf überhaupt weit nach vorne. Ferse zurückschieben. 4. Spür die Wadendehnung. 3 und 2. Langsam das Knie ran, aus der Dehnung raus. Oberkörper aufrichten, die Schulter kreisen zurück. Kleine Kreise, Brustbein heben. Und dann macht mein rechtes Bein einen kleinen Schritt nach vorne, nicht zu groß, Knie, Fußgelenke, die Hände stützen ab. Die hintere Zehen stellst du auf und mit Spannung drückst dich ein bisschen hoch in saubere Tanz. Dann holst du das Bein ran, nach vorne, atmest ein und aus. Pendelst durch die Arme, atme ein und langsam zur Seite aus und pendel durch. 4, 3, 2, bleib stehen, letzte Übung, Achtung, ab dem Kinn rollst du langsam Halswirbelsäule ab, Brustwirbelsäule und die Hände gehen entlang am Körper, langsam tief, Rücken rund, Richtung Boden, lass den Kopf hängen, kräftig atmen, vielleicht kommst du mit den Fingerspitzen am Boden, wer ein bisschen mehr Dehnung möchte, streckt die Beine durch, vielleicht kommt auch mit der Hände am Boden, Handfläche, 4, 3, 2, Knie wieder entriegeln und langsam aufrollen. Schön langsam, Lendenwirbel, Säule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Kopf und locker die Schultern. Ich sage herzlichen Dank fürs Mitmachen, wäre super prima. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.